Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe vor kurzem einen Aufruf über Snapchat und Instagram Stories gemacht, dass ihr mir doch einfach mal eure Videoideen und Videowünsche zukommen lassen solltet, was ihr euch für Videos von mir wünscht. Und es kam so oft die Nachfrage, erzähl doch mal was über dein Studium oder what's in my Uni-School bag oder was auch immer. Da dachte ich mir, heute ist es soweit und ich gebe mal preis, was ich überhaupt studiere, was ich so mache, was sich alles in meiner Uni-Tasche befindet und vielleicht habe ich auch noch den einen oder anderen Uni-Hack für euch. Also ich würde sagen, los geht's mit dem Video. Und zwar fragen sich bestimmt viele von euch, was studierst du überhaupt? Ich studiere Kindheitspädagogik. Das ist quasi zu vergleichen mit dem Studium der sozialen Arbeit, aber nur auf Kinder im Alter von 0 bis 6 bezogen. Ich lerne in dem Studium Inhalte wie zum Beispiel die Psyche der Kinder, aber auch Verhalten der Kinder zu analysieren, der richtige Umgang mit Kindern natürlich und natürlich auch Förderung und Unterstützung der Kinder im Kindesalter, um sie gesellschaftsfähig zu machen für das zukünftige Leben. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mir das Studium ein bisschen anders vorgestellt habe und eigentlich hätte ich lieber soziale Arbeit im Allgemeinen studiert, also nicht mit dem Schwerpunkt auf Kindheitspädagogik. Ich bin ziemlich enttäuscht, weil ich hatte mir eigentlich damals vorgestellt, mit dem Studium in Beratungsstellen arbeiten zu können, um Eltern mit Kindern zu helfen oder halt wirklich im Jugendamt arbeiten zu können. Aber irgendwie wurde uns dann ein Strich durch die Rechnung gemacht und uns wurde gesagt, mit dem Studium können wir eigentlich gar nicht so viel machen, wie wir gedacht haben. Dementsprechend kann ich jetzt mit dem Studium Leitung werden in Kindertagesstätten oder ähnliches, was ich auch schon vorher hätte machen können, weil ich vorher eine Erzieherausbildung gemacht habe. Und ich bin natürlich besser qualifiziert und ausgebildet, aber ich bin echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich kann mit dem Studium jetzt nicht wirklich viel anders anfangen, als ich vorher hätte auch schon machen können. Naja, aber so viel zum Studium. Falls ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, dann kann ich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber eigentlich geht es ja eher darum, euch zu zeigen, was nehme ich so mit in die Uni, was könnt ihr mitnehmen, in eure Tasche packen, wenn ihr jetzt anfangt zu studieren, wenn ihr euch noch nicht so wirklich sicher seid, was braucht ihr in der Uni und also Tipps, die werde ich euch jetzt geben und jetzt preisgeben, was ich alles so in meiner Tasche habe, wenn ich mal wieder Uni habe. So, wie ihr sehen könnt, ist meine Tasche alles andere als stylisch. Ich habe immer so einen komischen Beutel einfach dabei, wo ich wirklich alles einfach reinschmeiße. Das Wichtigste ist natürlich immer genug zu trinken dabei zu haben, deswegen habe ich immer so eine große Flasche dabei. Wenn man nicht genug trinkt, kann man sich auch nicht gut genug konzentrieren, also von daher immer ganz, ganz wichtig, viel zu trinken. Als nächstes, was natürlich auch nie fehlen darf, ist etwas zu essen. Die Banane hatte auch schon mal bessere Tage hinter sich, so wie es aussieht, aber ich habe eigentlich immer irgendwie Obst dabei, klar, dann noch ein Brot dabei und alles Mögliche. Das zeige ich jetzt nicht noch alles extra dazu. Aber auf jeden Fall, damit ihr Bescheid wisst, das wisst ihr auch selber. Essen ist immer wichtig für die Konzentration, für den Kreislauf, für alles Mögliche. Ohne Essen und Trinken geht erstmal gar nichts bei mir. Da verlasse ich erstmal gar nicht das Haus. So, weiter geht's mit dem absolut wichtigsten Teil. Eine Hülle. Nein, Quatsch. Da ist natürlich mein iPad drin. Keine Schleichwerbung für Apple oder sonstiges, aber ich muss wirklich sagen, dieses iPad hat mir meinen Arsch gerettet in meiner kompletten Uni-Zeit. Ich habe hier so eine Hülle drum. Die gibt es bei Amazon ganz günstig, ich glaube für 10 Euro oder so. Dass sie sehr günstig ist, habe ich auch gemerkt, weil die ist mir hier komplett auseinandergesplittert eigentlich schon. Also eigentlich kann ich die auch wegschmeißen. Das iPad ist wirklich unfassbar wichtig für mich. Ich stand am Anfang meines Studiums da und wusste nicht, oh Gott, was mache ich jetzt? Mache ich mir Notizen mit der Hand? Nehme ich meinen Laptop mit? Oder wie versuche ich all die Informationen, die ich dort auffasse, einfach irgendwie festzuhalten? Und dann habe ich mir wirklich auf Empfehlung von Tim ein iPad zugelegt mit folgender App. Ich zeige sie euch jetzt. Die ist wirklich top. Ich kann die euch nur empfehlen. Das ist wirklich das allerbeste, was ich jemals investiert habe für eine App. Und zwar ist das die GoodNotes App. Die habe ich auch hier unten direkt in meiner Leiste drin. Das ist kein gesponsertes Video oder also ich kriege keine Kohle dafür, dass ich euch die jetzt zeige. Aber es ist halt wirklich so, dass diese App mir mein komplettes Uni-Leben so viel erleichtert hat. Das Gute ist natürlich, mit dem iPad könnt ihr viel schneller mitschreiben, als wenn ihr mit der Hand mitschreiben würdet. Und damit das alles noch ein bisschen schneller geht als nur auf der iPad-Tastatur, habe ich mir dazu noch so eine Tastatur geholt. Das ist nicht die originale Apple-Tastatur, aber die ist echt richtig gut. Die kann man mit Bluetooth verbinden. Hier hinten ist so ein kleines Batteriefach. Hier kann man die dann anschalten und die mit dem iPad verbinden. Dann habt ihr quasi wie so einen kleinen Laptop, der aber mega, ja, mega handlich ist. Es ist nicht schwer, ihr müsst nicht viel mit euch rumschleppen, wie als hättet ihr so einen großen Laptop. Und mit der Tastatur könnt ihr unfassbar schnell mitschreiben. Und das ist wirklich, Leute, ich empfehle es euch und ich lege es euch ans Herz. Wenn ihr studiert oder jetzt anfangt zu studieren, das ist wirklich eine tolle Investition. Und ich habe es bis heute nicht bereut, dass ich mir das angeschafft habe. Weiter geht's natürlich mit einer Mappe. Auch ich kann auf eine Mappe nicht verzichten, weil natürlich auch in der Uni immer wieder Arbeitsblätter oder sonstige Sachen ausgeteilt werden, die einfach wichtig sind.
sind und die abgeheftet werden müssen. In der Mappe habe ich meistens noch so eine andere Mappe mit aktuellen Studienprojekten, Bachelorarbeit, was auch immer gerade ansteht, um dort halt einfach meine Materialien abzuheften und dort weiterarbeiten zu können. In der Uni fallen ganz, ganz oft Module aus. Das heißt, es kann sein, dass ihr morgens ankommt, dann habt ihr ein Modul, dann habt ihr wieder 3 Stunden frei und dann geht's weiter. Für mich lohnt es sich dann nie nach Hause zu fahren und dann nehme ich halt immer meine Unterlagen mit und arbeite dann in den Freistunden quasi diese Materialien nach. Ja, hier in dem Ordner habe ich vorne immer so einen kleinen Locher drin. Der ist halt wirklich mega praktisch. Ihr kennt den bestimmt alle. Kann man hier abheften. Der ist halt echt super, wenn man Blätter bekommt, die halt nicht gelocht sind, um ein Blätterchaos zu vermeiden. Dann habe ich hier vorne immer so eine Klarsichthülle drin. Da sind immer so wichtige Sachen drin. Hier habe ich immer so einen Zettel mit Prüfungen. Ihr seht, da sind schon sehr viele Prüfungen durchgestrichen. Das heißt, ich habe es fast geschafft. Bin jetzt auch schon im 6. Semester und fast durch. Da habe ich halt immer so das als Übersicht quasi, dass ich sehe, das steht an und darauf werde ich hinarbeiten. Als zweites habe ich dann immer direkt so ein Blatt, wo ich To-Do draufstehen habe. Hier habe ich ja zum Beispiel draufstehen, Studienplan fürs nächste Semester ausdrucken. Studienprojekt muss ich weiter dran arbeiten. Ey, wie habe ich das gerade betont? Bachelor-Thesis festlegen und Dozenten informieren. Das sind halt immer so kleine Informationen, die ich dann da drauf schreibe. Dann kann ich die halt immer wegstreichen. Das ist ja wie so meine tägliche oder wöchentliche To-Do-Liste. Und hier geht es dann quasi weiter. Hier habe ich dann die Register angelegt für jedes Modul. Dann beschriftet und dann kann ich halt immer direkt schauen. Hier ist zum Beispiel noch gar nichts drin. Hier ist jetzt zum Beispiel eine Übersicht von dem ganzen Semester, was jetzt in dem Modul passiert und so weiter. Ihr kennt diese Register. So, dann als nächstes habe ich trotz allem immer noch einen College-Blog mit dabei, wo halt einfach noch ein paar leere Blätter drin sind. Oder auch nicht, alles ist gerade vorgeschrieben, um halt einfach immer was zum Schreiben dabei zu haben. So, dann kommen wir zu meinem Mäppchen oder wie man es auch immer nennen mag. Das ist eigentlich eine Make-up-Tasche, aber ich fand die irgendwie perfekt für meinen Schreibkram, weil die anderen Mäppchen sind mir irgendwie immer zu klein oder das Format ist irgendwie doof. Und hier habe ich halt alles Mögliche drin. Textmarker, mega wichtig. Textmarker ist das A und O. Ihr müsst so viele Texte lesen in der Uni und unterstreichen und markern. Das bleibt bei mir einfach immer besser im Kopf, finde ich, wenn man das nochmal so ein bisschen ja, unterstreicht. Dann Kugelschreiber und Tippex, auch ganz wichtig, wie oft ich mich verschreibe. Ohne Tippex geht gar nichts mehr, ohne dass es halt total katastrophal aussieht. Dann habe ich hier immer noch so kleine Post-its dabei. Genau, Post-its heißen die. Gerade wenn ihr viel lest, in der Uni werdet ihr viel lesen müssen. Wenn ihr nicht schon studiert, dann wisst ihr das alles schon. Und mit diesen Post-its könnt ihr euch dann halt immer in den Büchern ganz gut abteilen. Was habt ihr schon gelesen? Was ist wichtig? Was dürft ihr nicht vergessen? Und so weiter. Das ist auch immer ganz praktisch. Als weiteres habe ich dann hier noch mehr Kulis drin, Bleistifte, noch mehr Marker. Also es kommt eigentlich alles aufs selbe hinaus. Dann geht's weiter mit meiner Brille. Die habe ich auch immer dabei. Vielleicht weiß es der eine oder andere von euch. Ich trage eine Brille, ich habe aber nur Sehschwäche 0,5 und 0,75, also es ist halt wirklich echt wenig. Ja, die ist sehr verschmiert und ihr seht jetzt auch alle mein Ringlicht hier drin. Also es sieht jetzt gerade nicht sehr geil aus. Aber in der Uni trage ich die halt schon immer mal wieder. Gerade wenn es so darum geht, echt lange auf eine Präsentation zu gucken, die irgendwie 10 Meter vor dir ist, damit halt einfach meine Augen nicht so wehtun und ich die etwas entlaste. Und jetzt passt die Brille ja nicht rein. Weiter geht's mit einer Sache, die ich sowieso immer in jeder Tasche habe. Wenn ihr schon mal What's in my Bag Tag gesehen habt, dann wisst ihr auch Bescheid. Und zwar ist das Deo. Ich habe immer Deo dabei. Ich bin absoluter Deo-Suchti. Egal, wo ich hingehe. Egal, ob Uni, keine Ahnung. Immer dabei. Ja, weiter geht's auch mit essentiellen, heißt es so? Eine Sache, die ich immer dabei habe. Und zwar ist das eine Haarbürste. Die darf auch nie fehlen. Und ein Haargummi. Das trage ich auch immer an meinem Handgelenk. Wenn mich die Haare nerven in der Uni, dann mache ich die einfach zum Dutt nach oben und dann sind die weg. Und irgendwie kann ich mich dann auch meistens besser konzentrieren, wenn einfach meine Haare aus dem Gesicht sind und ich nicht die ganze Zeit damit rumspielen muss. Ja, dann habe ich oft noch Dextro Energy dabei. Also einfach Traubenzucker. Wenn ich manchmal so unkonzentriert bin oder einfach mal Bock habe auf was Süßes, bisschen Zucker, dann nehme ich mir hiervon eins. Und ich muss auch wirklich sagen, dass mich das dann echt ja, wieder so ein bisschen zurückholt und ich mich wirklich besser konzentrieren kann. Bei Klausuren dürfen die auch nie fehlen. Die sind wirklich immer dabei, egal was ich für eine Klausur schreibe. Einfach irgendwie auch zur Sicherheit. Ich weiß nicht, es gibt mir einfach Sicherheit. Keine Ahnung. So, und dann kommen wir zu den letzten Sachen. Und zwar, klar, die hat man natürlich auch immer dabei. Mein Schlüssel mit meinem Autoschlüssel dran und mein Portemonnaie. Und hier hinten habe ich noch meinen Ausweis drin, also meine Bibliothekskarte, dann mein Studentenausweis und mein KVB-Ticket. So Leute, das war's auch schon mit meinem What's in my bag Tag. Uni-Version, wie auch immer. Vielleicht konnte ich dem einen oder anderen von euch helfen, der jetzt auch bald anfängt zu studieren, so einen kleinen Überblick zu geben, wie es so in der Uni abläuft. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr euch mehr über mein Studium wünscht, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Dann würde ich sagen, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Hier könnt ihr mich wie immer abonnieren, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und hier geht's zu meinem letzten Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!